Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars: The Old Republic Marauder Story. Das letzte Mal haben wir uns um das Haus Ulgo gekümmert und jetzt machen wir mal mit der Hauptquest hier weiter. Frontlinien. Ein netter Druide. Der wird jetzt mal zu Altmetall verarbeitet. Muss ich hin? Ah, ganz da hinten hin. Mal schauen, ob ich vorbeikomme an den. Ja, verdammt. Perfekt. Anscheinend sind hier nur Druiden. Also jede Menge potenzielles Altmetall. Ah, Mann. Jetzt wird es doch ein bisschen extrem hier. Aber ich habe eine Idee, vielleicht bringt's was. Wunderbar. Oh, ich habe was für Quinn bekommen. Welch eine Ehre, mein Sith Lord. So viel zum Energiegenerator. Okay, da wären wir. Dann knöpfen wir uns jetzt mal General Giselle vor. In Französisch. Ein Hinterhalt. Oh, da habe ich aber Angst. Oh.
Schön, 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 schön. General, unser stehendes Heer wird abgeschlachtet. Irgendjemand oder irgendetwas ist auf dem Weg hierher. Meine Techniker fahren den Schutzschild jeden Moment wieder hoch, aber im Moment sind wir leichte Beute. Es gab bereits einige Morde an Thul-Adligen, deren Sicherheitssysteme durch die Generatorexplosion ausgeschaltet wurden. Meiner Meinung nach steckt das Haus Ulgu hinter all dem. Eure Meinung ändert sich gleich. Ich benötige Informationen über Jessa Wilson. Ein Eindringling! Giselle, stellt euch hinter mich. Bleibt ruhig. Ich kümmere mich darum. Verstehe ich euch richtig, Sith? Ihr habt all dies veranstaltet, nur um nach meiner ehemaligen Dienerin zu suchen? Einen Anruf von mir hättet ihr sicher nicht entgegengenommen. Vielleicht doch. Ich bin eine praktisch veranlagte Frau. Ihr habt meine Streitkräfte draußen dezimiert. Eigentlich sollten sie einen Teil meiner Frontlinie verstärken, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Jetzt habe ich keine Verstärkungen mehr. Ihr sucht Informationen, die nur ich besitze. Und meine Front braucht Unterstützung. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich werde eure Begleiter einen nach dem anderen töten, bis ihr mir sagt, was ich wissen will. Nur zu. In meiner Position ist kein Platz für ein weiches Herz. Ich habe bei meinen Handlungen immer nur das große Ganze vor Augen. Kangrel, Prin und Blanks wussten um die Gefahren in meinem Dienst. Ihr würdet nur eure Kraft verschwenden, wenn ihr sie umbringt. Auch wenn ihr meinen unbedeutenden Diener umbringt, ich werde euch nicht helfen, bis ihr einwilligt, meine Front gegen das Haus Ulgo zu verteidigen. Ich werde keinen Rückzieher machen. Das funktioniert nicht, Sith. Man kann mich nicht so leicht brechen. Nein, hört auf! Blanks ist mein Geliebter. Ich sage euch alles, nur tötet ihn nicht. Jason Wilsons Eltern dienen im Schloss Organa. Sie arbeiten im Zentralturm. Hier, nehmt dies. Es ist eine Zugangskarte zu ihren Gemächern. Nur bitte hört auf, Blanks zu würgen. Euer Mann bleibt am Leben. Blanks, es tut mir leid. Alles wird wieder gut. So grausam ihr auch seid, Sith. Ich danke euch für euer Erbarmen. Trotzdem hoffe ich, dass ihr im Schloss Organa euer Ende finden werdet. Ich habe eben euren Geliebten verschont. Und jetzt wünscht ihr mir den Tod? Wie unhöflich. Bitte, ihr habt, was ihr wolltet. Nun geht. Ach ja, so einfach geht das. Sagt mir bitte, dass ihr Wessex besiegt habt. Sagt mir bitte, dass ihr die Beweise der Untaten von Haus Thul vernichten konntet, bevor Ulgo sie verbreiten konnte. Die Geheimnisse des Hauses Thul sind sicher. Niemals in meinem Leben war ich so erleichtert. Hier ist eine Belohnung vom Hause Thul. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, ihr wisst das. Ah, die bringen mir nichts. Also wieder Zeug zum Verkaufen. Sehr schön. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Na dann, reisen wir mal zum nächsten Stützpunkt. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Okay, da wären wir. Hier hat wieder jemand was mit uns vor. Und wir müssen da unten hin. Bitte wartet einen Moment. Ich habe dringend den Befehl, dafür zu sorgen, dass ihr euch bei meinem Vorgesetzten Darth Victus meldet. Ah, da seid ihr ja endlich.
Mir kam zu Ohren, dass ihr in Darth Barras Diensten viel für das Imperium getan habt. Ich bin Darth Victus. Unser Imperium braucht euch, Sith. Hier und jetzt. Ich lebe, um zu dienen, mein Lord. Der Auftrag hat mit dem Haus Panthea zu tun. Den geschwächten, ehemaligen Herrschern von Alderaan. Obwohl die meisten sie für ausgelöscht halten, gibt es noch einige Überlebende. Nur durch die überlebenden Pantheas kann die etwaige Herrschaft des Hauses Tu legitimiert werden. Wir schließen gerade eine Abmachung mit ihnen, aber die Streitkräfte des Hauses Ulgor wollen dies verhindern. Wie kann ich dem Imperium in dieser Sache dienlich sein, mein Lord? Ulgor zieht Stoßtrupps und Trantas zusammen. Sie wollen den Bergunterschlupf der Pantheas angreifen und alle Überlebenden des Hauses auslöschen. Die Vernichtung des Hauses Panthea würde unsere Pläne für den Aufstieg des Hauses Tul massiv behindern. Das darf nicht geschehen. Ihr werdet die Stoßtrupps des Hauses Ulgor finden und sie sofort unschädlich machen. Wie ihr befehlt. Wenn ihr fertig seid, meldet euch bei Lieutenant Muir. Dann reden wir weiter. Lebt wohl. Viel Glück. Okay. Ah, das ist direkt da um die Ecke. Passt. Und damit werden wir auch das nächste Mal weitermachen. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, dann teilt, liked, kommentiert, abonniert und dann würde ich sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Salinger Let's Player von nebenan. Tüdelü!